Ich wohne im Besucherzentrum. Nachts schleiche ich um die Broschüren, schalte die Beamer ein, spiele mit der interaktiven Einführungsprojektion. Ein virtueller Mönch schaut dann von der Leinwand, wartet geduldig, bis ich mich für eines der Klöster entscheide, deren Geschichte er aufsagen kann. Vor der Tür gibt es eine Bank. Dort sitze ich, warte auf die Schatten. Irgendwann huschen sie vorbei, umkreisen die Laternen. Miotis Miotis, großes Mausohr. Der Dachstuhl ist zertifiziert. Elmer steht in der Kellertür. Er hat geklopft, vielleicht schon sehr lange. Aber ich habe einen guten Schlaf, seit ich kein WLAN mehr habe und kein Netz auf dem Handy. Es ist 11 Uhr, sagt Elmer, stiefelt an mir vorüber. Durch die Küche und in die Abstellkammer, wo seine Gerätschaften stehen. Später hakt er draußen in einem Beet. Und ich sitze drinnen in Wollpullover und Jacke, scrolle durch die Absätze, die ich am Vortag geschrieben habe, streiche das meiste, setze neu an. Später ist Hans Hermann da. Er hat herausgefunden, warum die Heizung nicht funktioniert und das warme Wasser. Es war ein Zeitproblem. 24 Jahre, ein Vierteljahrhundert. Die Anlage im Haupthaus dachte, es sei 1996 und nachts. Deswegen habe sie keine Wärme herübergepumpt. Ah, lache ich, öffne den Hahn, brühend heiß kommt es heraus. Auch der Heizkörper glüht. Prima, sage ich. Und dann, ich hatte 1996 gar nicht so kalten Erinnerungen. Ha, macht Hans Hermann. Einmal streunte ich durchs Haupthaus, weil ich fror, sah mir die Zimmer an, in denen früher die Mönche lebten. Ihre Heizung ging, aber es war so einsam und leer in den Fluren, ich verkroch mich wieder im Keller des Besucherzentrums. Irgendwann öffnete ich einen der Schränke, aus Neugier, fand schiefe Stapel von Ordnern und Kladden, aus denen Notenblätter lugten, oben auf einen Hut mit glitzernden Pailletten benäht. Elmer fährt vom Parkplatz. Auf den Feldern sitzen Krähen.